Hello my friends und herzlich willkommen zu meinem Video der Top 10 Challenge der NYX Face Awards. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich mich zu dieser Krabbenlady / Krabbenmutant verwandelt habe, dann bleibt einfach dran. Zuerst beginnen wir mit ein bisschen Basteln wie in Art Attack damals. Für die Beine und Scheren habe ich erstmal Alufolie genommen und das Stück für Stück in die richtige Form gebracht, indem ich das erst zusammengedreht habe und dann angedrückt habe immer wieder und zusammengeknüllt, sodass die Form letztendlich so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Über diese grobe Form gebe ich dann Kleister mit Kleenex und gebe das so drauf. Also ich schichte das sozusagen um diese Alufolie herum. Und da kann man dann auch öfter ein paar Schichten drüber gehen, damit es vielleicht auch ein bisschen dicker wird, und lasse das dann trocknen. Und wenn das getrocknet ist, kann man einfach mit Acrylfarbe drüber malen, was ich hier mache. Und zwar fange ich erst mit einer beigen Farbe an, die ich komplett über alle Beine und Scheren erstmal drüber gebe als Grundfarbe sozusagen. Hier seht ihr auch nochmal die Scherenform, die habe ich jetzt nicht mit eingeblendet, weil das dann nachts war und man dann eigentlich nichts mehr gesehen hat. Das war übrigens der Moment, wo meine Kamera gestorben ist. Und zwar hat sie ein Störbild angezeigt und ist dann einfach nicht wieder angegangen. Auch nicht mit vollem Akku oder so. Und da nochmal ein Riesendank an meinen Kumpel Maxi, der letztes Jahr auch schon mal bei einem Video von mir mitgemacht hat, der mir seine Kamera geliehen hat und ich dann auch weitermachen konnte. Yay! Und zwar male ich hier jetzt einfach nur die Krabbenbeine weiter an. Gehe mit Weiß und Rot und Gelb und Schwarz so ein bisschen drüber, schattiere das und so weiter. Ihr seht das, glaube ich, hier im Schnelldurchlauf, wie das passiert. Und so sahen die dann fertig aus. Look at them sexy legs though. Mein Perlenkopfstück habe ich eigentlich hauptsächlich gemacht, damit man den Ansatz der Perücke nicht mehr sieht. Ich habe hier einfach nur normale Folie genommen, darauf dann diese halben Perlen draufgeklebt und die dann auch noch so ein bisschen in meine Haare so rein verteilt, sodass das so wie ein Verlauf aussieht. Und so sah das dann am Ende aus. But now, genug gebastelt. Let's start with my face, dem wichtigsten Teil dieses Tutorials, mal ganz ehrlich. First, wie ich immer anfange, was ihr langsam auch auswendig kennen müsstet, und zwar mit meinem geliebten Alverde Abdeckpuder, damit ich mein Gesicht einfach nur ein bisschen weißer und ebener hinbekomme. Dann skizziere ich mit dem Lip Liner Sandstorm von NYX die Kanten, wo ich dann später den Lidschatten drunter oder drüber setzen möchte. Und hierfür benutze ich zuerst die Orange-Rottöne der Ultimate Brights Eyeshadow Palette von NYX und gebe die grob unter den neuen Wangenknochen sozusagen drunter. Und versuche, so einen ebenen Verlauf zu haben, indem ich auch noch den gelben Eyeshadow der Palette benutze und das so zwischen Hautfarbe und roter Farbe hinzugebe. Damit die Kante dann nochmal hervorgehoben wird, gebe ich den schwarzen Eyeshadow der Avant Pop Eyeshadow Palette dann unterhalb der Kante runter und verblende das so ins Rot hinein. So mache ich das dann auch noch an der Stirn und später auch am Kinn und Dekolleté, aber das kommt dann noch. Mit schwarzer Bodypaint-Farbe setze ich dann nochmal eine härtere Kante da, wo ich die Skizze gemacht habe, und dann gehe ich auch nochmal mit weißer Bodypaint-Farbe drüber, damit das halt einfach hervorgehoben wird. Als würde es so aussehen, als wäre das so meine Wange und da würde es dann rein, also übertrieben reingehen sozusagen. Mit der Lime Crime Venus Eyeshadow Palette versuche ich dann eine Art übertriebenes Halo Eye zu machen. Wundert euch auch nicht, dass hier die Augenbrauen schon gemacht sind, weil die kommen jetzt eh gleich wieder weg, weil mir das nicht so gefallen hat. Ich setze zuerst die helle Korallfarbe in Innenwinkel und Außenwinkel meines Auges und gehe dann auch mit einem dunkleren Eyeshadow nochmal dran, um das so ein bisschen mehr zu vertiefen. Und mein Trick jetzt ist, ich benutze Studio Fix Powder in Shivering White und verblende da die Kanten sozusagen, damit das einfach weicher ist. Und wie schon erwähnt, mache ich hier jetzt auch nochmal meine Augenbrauen neu. Ich benutze auch wieder die Venus Eyeshadow Palette und fahre einfach so ein bisschen mit den Farben meiner Augenbrauen nach und vertiefe sie auch so ein bisschen mit dem dunkleren Rotton und shape sie dann auch nochmal mit weißer Bodypaint-Farbe.
But back to the eyes. Hier habe ich einfach nochmal braunen Eyeshadow genommen und damit das Halo Eye vertieft. Und dann nochmal mit der gelben Eyeshadow-Farbe von der Ultimate Brights Eyeshadow-Palette so ein bisschen ins Weiß reingeblendet, damit das nochmal spannender aussieht. Und mit dem Rest bin ich dann nochmal übers Gesicht gegangen, weil mir das so ein bisschen zu weiß war. Und habe auch so eine leichte Lücke zwischen Kante und Gesicht gelassen, sodass das so aussieht, als wäre da noch so ein weißer Rand. Hier habe ich dann auch noch die Kinnpartie gemacht, die ich voll vergessen hatte, die aber gleich aufgebaut ist, wie auch die Wangen und die Stirn. Deswegen zeige ich euch hier einfach mal eine Skizze von dem Look, den ich gemacht habe. Es ist auf dem Gesicht aber trotzdem immer noch chaotischer, muss ich sagen, und deswegen sorry dafür, dass es im Video so ein bisschen hin und her geht, weil manche Sachen sehen halt einfach auf dem Gesicht anders aus. Die random Punkte von der Skizze dürfen dann an meiner Nase natürlich auch nicht fehlen. Mit dem Glitter Primer von NYX und dem Glitzer Pearl White von Kyolan vollende ich dann noch das Halo Eye. Und da mir dann mir das nicht genug geglitzert hat, bin ich dann noch mit dem groben Glitzer in Pastel Pink von Kyolan drüber gegangen. Nein, wir sind lange noch nicht fertig mit den Augen. Und zwar setze ich jetzt mit einer Stricheltechnik, warum mache ich Gänsefüßchen, wenn ihr die doch gar nicht sehen könnt, nochmal über den Eyeshadow drüber. Und zwar auch im Verlauf. Ich beginne erst mit schwarzer Bodypaint-Farbe. Dann verwende ich die Vivid Brights. Erst beginne ich mit der Farbe Delight und setze die neben dem Schwarz. Nahe der Mitte gebe ich dann dem Gelbton Halo. Und Fire gebe ich dann noch um das Schwarz herum. Als Final-Highlight-Touch-Up gehe ich dann noch mit weißer Bodypaint-Farbe in die Mitte, in den Augeninnenwinkel und auf meinen Augenbrauen. Mit dem Vivid Bright in der Farbe Halo setze ich dann auch noch kleine Akzente ins Gesicht und gehe dann auch noch mit dem Kryolan-Glitzer auf die hellen Stellen, damit das einfach nochmal ein bisschen mehr shimmery aussieht. Den Part, wie ich den Hals und das Dekolleté gemacht habe, skippe ich jetzt ein bisschen, weil es genau die gleiche Technik ist wie vom Anfang und ich wollte euch jetzt damit nicht noch mehr langweilen, weil sich das dann doch eher alles wiederholt. Nachdem wir das dann fertig haben, habe ich dann noch meine Wimpern mit der Doppelstack Mascara von NYX getuscht und da dann noch False Lashes auch von NYX drüber gegeben. Last but not least, the lips. Hier habe ich dann auch erst noch eine hellere Farbe versucht, deswegen wundert euch nicht, warum ich da noch was erst drunter hatte. Aber das hat dann nicht gepasst, deswegen habe ich den Liquid Suede in Sherry Skies darüber gegeben. Und darüber dann noch den Liquid Suede Failed Again drüber gemischt, damit das alles ein bisschen orangener und wärmer aussieht. Mit schwarzer Bodypaint-Farbe und den Vivid Bright in Halo habe ich dann auch noch eine Art Lip Art gemacht. Was ich mir dabei gedacht habe, keine Ahnung. Es kam einfach so über mich und ich wollte das so machen. Und ach, das war ja gar nicht der letzte Step. Denn nachdem ich eine halbe Stunde gebraucht habe, um überhaupt die Kontaktlinsen einzusetzen und dann meine Perücke aufgesetzt habe, die Perlen dran geklebt habe, dann noch die Scheren mit Latex aufgeklebt habe und meine Mutter mir dabei helfen musste, diese Beinchen an meinen Rücken irgendwie zu befestigen, war ich dann auch fertig. Und tada! Das war das Endergebnis, wenn ihr das eigentlich nicht schon am Anfang gesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung oder sogar einen Kommentar dalassen. Ich hoffe sehr, dass wir es dieses Mal in die Top 5 schaffen und nicht wie Menderes Like, dass wir jetzt irgendwie jedes Jahr bei den NYX Face Awards mitmachen. Please not. Also, sobald man voten kann, sage ich euch Bescheid. Entweder auf Social Media, da heiße ich eigentlich überall Chiara Nero oder Chiara Nero mit Unterstrich dazwischen. Oder ihr schaut einfach mal in die Infobox nach ein paar Tagen, dann verlinke ich das da auf jeden Fall, sobald man es kann. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne nächste Woche und bis dann. Bye, bye.